Willkommen zu einem neuen Tutorial von Windows. Heute wird es um Variablen gehen, die wir durch User Interfaces setzen. Hä? Was ist das? Ja, zum Beispiel eine Textbox. Oder, und wir setzen es mit einem Button. Dann machen wir Doppelklick auf den Button, dann kommt unsere Subroutine. Und da schreiben wir jetzt erstmal ein Dim, und zwar ein Dim. Nachricht vorzugsweise. Ups, Nachricht. Richtig schreiben. Na, ich schreibe einfach ein Message. Ich kann nicht schreiben, ey. Message as String. Das ist der Typ der Variable. Und dann setzen wir das gleich dem Interface, und zwar Textbox 1. Punkt Text. So, dann schreiben wir einfach rein MSGBox, das sollte bekannt sein. MSGBox, Klammer auf, und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass wir jetzt noch Variablen einsetzen können. Also machen wir jetzt da Message. Message, Klammer auf, Klammer zu. Starten wir das Ganze. Und ich habe heute einen Gast da, und der darf jetzt dann einen Text in die Textbox schreiben. Also, schreiben Sie bitte einen Text da rein. Hallo, okay. Hallo, so, dann starten wir das Ganze, und wir kriegen eine Messagebox. Ja, da können wir natürlich noch den Titel setzen. Was wir jetzt auch machen werden, das wird das zweite User-Interface sein, ne, doofes Teil. So. Und jetzt noch eine ich kopiere die einfach. Jetzt noch eine Textbox, so, dann machen wir das so. Dann machen wir einen Dim, Title, as String. Gleich Textbox 2.text, das User Interface, und dann setzen wir hier ein Komma. Da machen wir jetzt, keine Ahnung, da kommt euer Typ rein. Ich mache jetzt mal Critical, setze eine Fehlermeldung, und dann der Titel des Ganzen, machen wir Title. Okay, starten wir das Ganze. Schreiben Sie bitte etwas rein. Hier der Name oben, der Text, und unten der Titel des Ganzen. Hoi, okay, sehr interessant. Dankeschön. Wie gesagt, das ist eine Fehlermeldung. Ja, okay, ich hoffe, dann ist das jetzt mit den Variablen auch klar. In den nächsten Tutorials wird noch etwas mit Variablen zum Rechnen sein. Und sofern, dann ciao!